Ein Jude, ein Araber und ein Amerikaner sind beste Freunde, erleben Gewalt mit der Polizei. Einer wird im Ghetto von der Polizei umgebracht und es dadurch Ausschreitungen gibt. Alle hassen dann die Polizei, auch die Jugendlichen. Ein popkulturell wichtiger Film. Und zwar heute La Haine habe ich mir geholt in der Collectors Box. Der Film läuft 1 Stunde 38 Minuten, ist mit Vincent Cassel bekannt durch Irreversibel. Die Box ist aus dem Jahr 2021 und zwar vom 23. September. Vom Pleon Pictures ist die Box. Kultfilm, Klassiker von 1995 ist der Film aus Frankreich in Schwarz-Weiß und Budget war für diesen Film 2,3 Millionen Euro. Ich war heute im Mediamarkt, habe mir diese Box mitgenommen. Ihr seht ja, wie viel die gekostet hat. 36,99. Ich bin immer dran vorbeigelaufen. Aber jetzt habe ich mir sie mitgenommen und ich bin froh, dass ich mir sie jetzt gekauft habe. So, dann mache ich die mal auf. Ich grüße aber jetzt mal in diesem Video Freaky Ruff. Sei gegrüßt, Freaky Ruff. Für die Infos, die du mir gegeben hast, um was es in dem Film geht und so, weil ich habe den Film noch nie gesehen. Ich habe nur gesehen, da habe ich mal geguckt, die Amazon-Rezension. Auf die Rezension auf Amazon habe ich mir angeguckt und die sind eigentlich richtig gut. Über 1000 Bewertungen, meist, also richtig Top-Bewertungen hat dieser Film und diese Box. So, dann mache ich die mal auf. So. Die Box ist die Box, also da ist ein Digipack drin. Hier. Ein Digipack ist hier drin. So ein Digipack. Und ein T-Shirt ist hier drin. Ein T-Shirt. Ja, warum nicht? Das muss ich mal gucken, wie die Box aufgeht. Die will ich ja nicht kaputt machen. Ach, hier oben. Hier oben geht sie auf. Erstmal hole ich das T-Shirt raus. In welcher Box ist denn heutzutage noch ein T-Shirt mit bei? Meistens sind auch nur Poster mit bei oder Aufkleber oder irgendwelche Sammelkarten. Aber in dieser Box sind auch Sammelkarten drin. So, dann haben wir hier das T-Shirt. Mal gucken, welche Größe das ist. L. Okay. So. So sieht das T-Shirt aus. Von vorne. Von vorne hat das hier vorne, seht ihr, steht Lahaine. Ist in Schwarz. Und von hinten sind denn diese Augen zu sehen? Und weiter nichts. Ja, hier sind diese Augen zu sehen. Die sind so böse gucken. Und darunter steht dann Lahaine in Rot. Ja, eigentlich ein schickes ein schickes T-Shirt. Was ist das von Fruit of the Loom ist das T-Shirt. Also nicht so eine gute Qualität. Ist eigentlich ein Standard. Qualität, also fühlt sich auch nicht so wertig an oder so fester Stoff ist einfach nur, naja, also ist eigentlich ein günstiges T-Shirt. So, das war jetzt das T-Shirt. So, und dann geht es weiter. Okay, da gibt es hier noch die Box. Okay. Dann haben wir hier die Rückseite. Die sieht so aus. Lahaine zu stehen. Dann haben wir hier ein paar Szenenbilder. Der Film ist übrigens in Schwarz-Weiß. Hier ein paar Szenenbilder. Also hier steht schon mal drauf. Fast 30 Jahre nach seiner Premiere ist Lahaine immer noch erschreckend aktuell von Mathieu Kassovitz von Die purpurnen Flüsse zeigt schonungslos offen und hoffnungslos das Leben jugendlicher Außenseiter. In den Pariser Vororten. Schon damals offenbarte sich die enorme Wichtigkeit des Films. So wurde Kassovitz bei den Filmfestspielen von Cannes als bester Regisseur ausgezeichnet. Vincent Cassel glänzt in der Hauptrolle. Ja, hier sind Sammelkarten drin. Das T-Shirt habe ich euch gerade gezeigt. Und ein Booklet ist hier mit drin. Und da haben wir hier auch jede Menge Bonusmaterial, das Audiokommentar.
10 Jahre Dokumentation hast, Casting, Featurette, Anatomie einer Szene, Vorbereitung zu dem Dreh, geschnittene und erweiterte Szenen, ausgewählte Szenen mit Nachwort von Kasowitz, Drehbuch und Storyboards, Kurzfilm ist hier drauf, jede Menge Bonusmaterial, Trailer, Teaser, Bildergalerie, 24-seitiges Booklet mit Text von Özgür Çılgıryım. Und ich hoffe mal richtig ausgesprochen. Und da steht hier noch unten noch drauf, also hier ist das ganze Bonusmaterial, spiegelt ein bisschen. Und dann steht hier unten noch Kochfilms. Kochfilms ist ja jetzt Pleon Pictures. So, dann haben wir hier das Digipack. Aber das sehen wir uns jetzt in der Nahansicht an. Viel Spaß. So, da befinden wir uns jetzt in der Nahansicht. Da habe ich hier nochmal den Plastikschuber. Ist so ein durchsichtige Plastikschuber. Dann steht hier unten nochmal 3 Discs Limited Collectors Edition. Inklusive 4 Stunden Extras. Artcards, Booklets, Sticker und T-Shirt. Da ist drinne Ultra HD, also eine 4K-Scheibe und eine Blu-ray. Und hier das Shirt und der Film ist ab 12. So, hier haben wir nochmal die Rückseite. Hier ein paar 10 Bilder. Hier haben wir die Inhaltsangabe, aber ich habe euch ja schon was auch davon erzählt. Hier haben wir die Artcards und hier ist nochmal das ganze Bonusmaterial, was ich euch erzählt habe. Und dann gibt es auch noch, und der Film läuft 98 Minuten. Dann haben wir hier Blu-ray, Bild, Vollbild, Ton, Deutsch, Französisch, Master Audio. Ja, okay. Das ist mal der Plastikschuber. So, dann haben wir jetzt hier das Digipack. Hier ist mal die Vorderseite. Hier die Schauspieler, die drei Freunde. Denn hier Lahaine, dreimal geschrieben. Und hier so ein zerrissenes Blatt abgerissen und hier noch ein Szenenbild. Dann haben wir die Rückseite. Oh, hier nochmal das gleiche. Okay, hier sieht man das nochmal ein bisschen besser. Die ganzen Extras. Okay, so, und dann gibt es hier, so, und dann ist das Ganze hier mit so einem, ja, der ist eigentlich stabil. Der Pappschuber von diesem Digipack ist eigentlich stabil. Da gibt es hier oben normale Heine und hier unten ist nichts. So, und dann steht hier nochmal der ganze Titel, nochmal alles fett geschrieben. Und hier noch ein Hintergrundbild von dem Schauspieler. Hier ist die Rückseite. Dreimal drei Leute, wie sie böse gucken. So, und dann hier haben wir dann das Digipack. Schauen wir uns aber erstmal die Extras an. Erstmal die Extras. So, dann haben wir hier erstmal die Extras. Da gibt es hier erstmal 2 Aufkleber. Ah, die werde ich nirgendwo hinkleben. Die bleiben einfach in dieser Box drin. Ne? Hier 2 Aufkleber. Dann haben wir hier Artcards. Hier die eine Karte. Steht hinten noch was drauf? Hier ist hier nichts drauf. Auch hier haben wir ein Schauspiel. Das müsste Vincent Cassel sein. Denn hier die drei Schauspieler aus dem Ghetto. Die beiden, da müssten die drei Freunde sein. Denn hier sind die drei Freunde abgebildet. Und hier, was ist das hier? Warte mal. Das ist eine Charakterkarte. Das ist eine Artcard. Und das hier ist, das müsste ein Aufkleber sein. Ist das ein Aufkleber? Weiß ich nicht. Hier nochmal eine Szene. Die Szene soll sein aus Taxi Driver. Aus Taxi Driver. Die Info habe ich auch von Freaky Ruff. Sei gegrüßt. Und dann gibt es hier auch nochmal eine Szene. Doch, das ist ein Aufkleber. Das ist ein Aufkleber. Hier sieht man den Rand. Hier ist ein Rand drumherum. Ein Rand. Das sind 2 Aufkleber. Und dann gibt es noch ein Booklet. Da gehen wir auch noch durch. Hier vor der Rückseite. Und dann haben wir hier schönes Booklet. Sieht gut aus. Hier wird Chico erwähnt. Chico soll auch ein guter Film sein. So ein Ghetto-Film, glaube ich. Überleben in einer kaputten Welt. Mathieu
Kasowitz und Haas. Epilog: Ein Filmabend unter Freunden im Jahr 1996. Ja, dann gibt es hier Bilder. Die Welt gehört euch. Mathieu Kassovitz, Frühwerk und die Kultfilme der 90er Jahre. Auch hier werden Kultfilme erwähnt. Dann gibt es hier ein Szenenbild. Oder Making-of-Bild. Ausflug nach Hollywood. Burning All Illusions Tonight. Haas. Und hier noch ein schönes Szenenbild. Okay, und dann haben wir hier noch Text. Viel Text. Und hier auch noch ein Szenenbild. Also viel Text hat dieses Buch. Ich bin froh, dass da überhaupt ein Booklet bei ist. So, und jetzt kommen wir zum Digipack. So, hier ist dann das Digipack. Wenn man das so aufklappt von der anderen Seite, sieht das so aus. Einmal so im Ganzen. So. Sehr schick. Und wenn man das so zusammen macht, steht denn hier auch, ist denn hier auch noch was zu stehen? Irgendwas mit Police. So, und dann haben wir hier das von innen drinne. Okay, als erstes gibt es hier erstmal die 4K-Scheibe. Ab 12 von Kochfilms. Dann gibt es hier, was ist das? Ist das der Film oder die Extras? Weil hier haben wir noch eine Blu-ray. Hier sind zwei Blu-rays drin. Muss ich mal gucken. Was ist jetzt was? Was ist jetzt der Film? Okay. Weiß ich jetzt nicht, weil auf diesen beiden Discs steht kein Unterschied drauf. Ach Quatsch. Okay. Sorry. Hier steht Hauptfilm. Hauptfilm. Und hier steht Bonus. Mein Fehler. Kann einmal passieren. Okay, dann hier steht Bonus. So, dann haben wir das von innen drinne. Dann stellen wir hier, haben wir von innen drinne. Sehr schick gemacht. Richtig super. Oh, gefällt mir. Digipack gefällt mir. Wie konnte ich denn das nicht sehen auf den beiden Blu-rays, was Bonus ist und was Hauptfilm ist? Aber ich habe da jetzt gesehen, hier Hauptfilm und Bonus. So, das war jetzt das Digipack und das Bonus, die Charakterkarten. So, dann haben wir hier noch den Schuber und hier den Plastikschuber. So, und dann kommen wir noch zur anderen Ansicht zur Verabschiedung. So, das war jetzt die Vorstellung und Unboxing zu Lahaina in der Collectors 3 Disc Edition. Ich habe noch gar nicht gesagt, wo ich die Edition her habe. Die habe ich aus dem Mediamarkt. War heute da, habe die gesehen. Ich bin da immer dran vorbeigelaufen. Mann, jetzt habe ich sie doch geholt. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt habe. Jetzt kann ich ihn endlich mal schauen und gucken, wie er wirklich ist. So. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War jetzt heute mal eine Collectors Edition. Dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Mittwoch und morgen schönen Donnerstag. Das Wochenende ist nah. Denn bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.